Ja, hallo liebe Leute, ich grüße euch wieder. Ich bin euer Sven Eisenbahner. Herzlich willkommen zum, ja, Video oder Update. Wie gesagt, ja. Genau, ja, wie gesagt, mal schauen, ne? Was ich wollte euch eigentlich zeigen, was ich heute auf dem Flohmarkt gefunden habe. Ja, mache ich jetzt mal hier die Kamera rum und mach da mal. Kann man alles verstellen hier. So. Ja, wir haben jetzt hier in dem Bereich einmal Schienen. So kurze Stücke haben wir gekauft. Die Artikelnummer 24094. Und das sind 9 Stück hier. Da kannst du nichts sagen, oder? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Ja, 9 Stück. Ne? Also, was habe ich dafür bezahlt? Der hat mir sogar Sachen geschenkt, Leute. Sachen geschenkt, wo er sagt, nimm mit. Ja? Alter, wirklich Hochachtung. Wer macht das heute schon? Wer macht das sowas heute schon? Ne? Es gibt doch viele knausige Leute, die sagen, ja, da will ich aber noch irgendeinen Groschen, irgendeinen Taler raus haben. Er hat mir teilweise Sachen geschenkt. Hier. Die sind beleuchtet. Ja, da oben warte mal. Da oben fehlt die Laterne. Ist mir aber so ziemlich egal. Die kann ich nachkaufen oder irgendwo nachbestellen. Das ist nicht so dramatisch. Wichtig ist, dass das hier die LED-Lampe da ist. Und die sind beleuchtet hier. Kabel dran. Hier, da, ne? Da hat er mir. Die hat er mir einfach in die Hand gedrückt, hat gesagt, nimm mit. Ne, es war ein Flohmarkt gewesen. Aber hier gewisse Sachen. Da hat er 1, 2, 3. Hatte ich nicht 4 Stück hier irgendwo? Ja, aber auf jeden Fall die 3 Stück. Alle beleuchtet, Kabel dran. Ja, dass die Laterne jetzt da fehlt. Da war so, entweder mache ich eine Attrappe-Laterne da drauf, dann leuchtet die nachher. Oder wie auch immer. Ich muss mir da was überlegen. Aber das war so für geschenkt. Hallo. Ja. Hier die schmalen Schienen. Das hier, das ist ja für Weichen-Dinger. Ja, für Weichen, um schmale Weichen, zum Beispiel die Stücke hier. Ne? Guck mal hier, da kann ich mal euch mal rausholen. Das ist ja auch alles noch so die Teile hier, ne? Für die Weichen und sowas, ne? Anschlüsse da dran, ne? Um die Weichen schlanker zu kriegen. Hier diese Teile hat er mir in der Hand gedrückt hier, ne? Die ganzen Teile. Das ist ja nicht einfach jetzt getan. Ja. Die sind ja nicht billig hier, die Dinger, ne? Anschlusskabel sind auch so noch dabei. Unglaublich. Auch die Teile hier. Ihr wisst ja, wer C-Gleise hat hier. Wie teuer sowas ist, ne? Kannst du ja eine Schiene schon 10, 15 Euro mitrechnen. Ja, auch hier, das hat er mir einfach so in die Hand gedrückt, die Tüte hier. Ja. Dann diese schmalen Weichen hier. Ihr wisst ja, wie teuer sowas ist. Ne? Das immer die Artikelnummer hier oben drauf. Alle 2 Stück sind auch beleuchtet hier. Da sind die Weichenlaternen bei, die sind beleuchtet. Allein das kostet ja schon viel Geld. Die Weichenlaternen kosten ja heute alle extra, wenn man sowas beleuchten will. Ja, was bist du bei so einer Weichenlaterne? 10, 15 Euro? Garantiert. Die heutigen Laternen. Früher gab es Schienen oder Weichen, da war alles dran. Auch nicht, aber wenn du die alten hier Metallschienen siehst, da hinten, die Weichen. Die waren früher schon fertig beleuchtet. Da brauchtest du nicht alles extra kaufen. Ja, ist er so.
an hier. Was hat er da, was wollte er dafür haben? Ich glaube insgesamt, also jetzt nur für, mit dem Weichen und Schienen, habe ich 80 Euro ausgegeben und dann kamen noch die Waggons dazu. Die haben aber nur 5 oder 10 Euro, 5 oder 8 Euro gekostet pro Stück. Also 5 Euro die Weißen und da komme ich auch noch zu gleich. So. Dann, oh, schmeiß weg. Dann hat er hier, ja, auch so Stücke. Das sind immer so kleine Stücke. Aber ihr wisst ja, so kleine Stücke kann man immer gebrauchen. Geh mal im Mobile-Laden. Ja, das haben wir nicht. Das müssen wir vorbestellen. Oder das bezahlt er schön Asche, ne? Allein die Dinger schon bescheißen. Ne? Auch hier die ganzen Dinger bescheißen. Bezahlt er richtig Asche. Auch die Dinger hier bezahlt sie richtig Asche. Das sind jetzt 10 Stück hier, glaube ich. Ne, 9 Stück. Entschuldigung. Da hinten sind 6 Stück. Dann hier diese Bogenweichen. Die schmalen Bogenweichen. Das ist ja auch noch so eine Sache. Das sind 3 Stück. Kann man immer gebrauchen. Gerade wenn ich da hinten den Bogen machen will. Ist ja nicht einfach so. So, machen wir mal einen Bogenweicher rein. Ja, kann man immer auch immer gebrauchen an gewissen Ecken. Dann hier die ganze Pack, 10er Pack hier, die ganzen Schienen. Pro Schiene 1 Euro. Das muss man ja mal zusammenrechnen. Ja, das sind 10 Euro, 10 Stück. Und jeder Schiene 1 Euro. Kannst du nichts sagen. Leute, bezahl doch mal so ein Packen hier. Da bist du doch 25 Euro mindestens los. Ne? Ja. So, dann was habe ich da noch gekauft? Die ganzen kleinen Dinger hier. Vor allem die. Diese kleinen Stücke hier. Das sind ja so leicht geknickte hier. Die kann man auch immer mal gebrauchen. Ne? Dann stehst du da, oh, es fehlt dir ein Stück. Also Mist hier. Ja. Genau. Ja. So. Ja. Ist 80 Euro ist auch viel Geld, keine Frage. Aber hätte ich das jetzt alles im Modellbahnladen beim Händler bezahlt? Ja. Bezahlst du mehr, wesentlich mehr. 200 Euro bist du bestimmt dann los. Wenn nicht sogar noch mehr. 250. Kommt drauf an, ja. Ein Packen kostet ja hier schon 25, 26 Euro oder 27 oder diese Bogenweichen, da bezahlst du ja auch schon ab 25 Euro, vielleicht sogar 35, 45 Euro. Ich weiß es jetzt im Moment nicht genau aus dem Kopf, Entschuldigung, aber wie gesagt, auch die hier, die schmalen Weichen hier, da bezahlst du auch ab 25 Euro, 35 Euro, vor allem mit den Laternen auch noch dabei. Das tollste Ding, das wusste ich ja noch gar nicht, dass McLean, dass man diese weichen Laternen extra bezahlen einbauen muss. Da gibt es gar keine, die schon so fertig sind. Früher hast du welche gekauft, da war alles drin mit Beleuchtung, Tüdelkram. Auch hier bei den Karglasen, da waren auch schon fertig. Ja gut, es gab auch welche ohne Dinger, habe ich auch hier. Ihr seht ja da, aber auch ohne welche Laterne hier. Klar, logisch, gab das auch. Aber guck mal euch an. Die Dinger hier, die Metalldinger. Das war drum dran alles fertig mit den weichen Laternen. Da brauchtest du nicht überlegen, ach ja, da brauche ich ja noch weichen Laternen. So wie heute. Also wo ich das gehört habe, habe ich gedacht, geht's noch? Ja, also McLean ist ja auch gnadenlos, ne? Abzocken und bis dorthin noch. Also sorry, also wirklich. Und das ist auch hier genauso hier. Hier, da sind da diese Weichen mit dem Karglas hier. Entschuldigung, dass es jetzt immer so gerade oder aussieht. Die gab es aber früher schon fertig. Mit Beleuchtung, allen Tüdelkram. Da muss es nicht überlegen. Ach ja, da muss ich ja noch eine Weichenlaterne einbauen. Echt, geht's noch? Ja, Leute, ich sage ja, wird immer bekloppter. Ja, und wollen immer einen mehr abziehen, ne? Wunderst dich, warum du so viel Geld bezahlen musst, Alter. Sorry, aber da habe ich kein Verständnis für, wirklich nicht. So, jetzt kommen wir mal hier zu den
Also wo ich das gehört habe von demjenigen, der hatte auch wirklich Ahnung davon, der das mir hier verkauft hat und hat wirklich Schnäppchen mir gegeben hier, ne? Auch die Waggons hier, die habe ich, sind ein bisschen eingestaubt, die mache ich ein bisschen sauber. Ist kein Ding, ja. Bisschen hier ein bisschen Pinsel und was ich sauber machen. Kein Problem. Über sowas sehe ich hinweg. Eingestaubte Waggons, die kriegt man wieder sauber. Da muss man keine sagen, um Gottes Willen, das kaufe ich nicht. Die sind aus wie neu. Ja, gut eingestaubt. Ne, auch der Waggon hier, der ist sogar mit Beleuchtung. Hier, den habe ich auch gekauft. Ja, ich glaube, 15 Euro hier um den Dreh. Mach mal scharf hier. Hallo? Warum will denn die Kamera wieder nicht? Naja, so. Das ist ein Waggon hier. Ne, mit Rückleuchten, allem drin dann. Kannst sogar hier die Türen aufmachen. Komm mal an hier. Ja gut, das ist das Kabel. Aber gut, ist ja auch nicht so dramatisch, mein Gott. Andere würden ja Theater machen. So, mal gucken hier. Der staubt so ein bisschen ab hier. Guck mal, hier ein bisschen eingestaubt. Klar, da sehe ich aber drüber hinweg. Guck mal, der ist sogar ein bisschen vom Dach her so gealtert. Wenn man das sieht hier. Ne? Sehr schön. Gefällt mir richtig gut. So ein kleiner Gepäckwagen, den kannst du ja immer gebrauchen. Ne? Ja, wo war ich? Kleine Dampflok und dann hast du so einen hinten dran beleuchtet. Jetzt habe ich hier so einen dicken Brummer hier auf. Ja. Guck mal an hier. Upp. So. So. Guck mal, da freue ich mich drüber. Ich glaube, der war, glaube ich, 10 Euro. Aber da hat er gesagt, komm, hier, für 8 Euro. Nimm mal mit. Und so welche Leute oder so welche anständigen, korrekten Menschen liebe ich, ja. Die dann sagen, nee, hier, das will ich unbedingt haben. Sondern der sagt, komm, ich gehe mit den Preisen noch runter. Ich sag, gibt es das? Ja, teilweise hat er, wie gesagt, Schienenstücke mir geschenkt. Ehrlich, wer schenkt schon Schienenstücke? Ihr wisst ja, wie sowas teuer ist. Gerade Modellbau allgemein. Auch Modellschiffe oder was weiß ich. Also ich muss sagen, Hut ab, ja. Dass einer dann sagt, hier, komm, ich schenke dir das, ja. Na, nicht alles, wie gesagt, ich habe ja 80 Euro ausgegeben, aber Leute, kauft das mal im Laden. Da bezahlst du auch diese Waggons hier, da so mit Beleuchtung etc., wenn du sowas findest. Ja, gut, wenn du sowas neu kaufst, hab 20 Euro aufwärts, noch mehr. 25, 35, auch die Dinger hier. Diese Kesselwagen hier, die habe ich gesehen. Das Stück 5 Euro. Hat er auch noch mal den Preis runtergegangen. Hat er auch gesagt, komm, 4 Euro. Oder 5 Euro, 3 Euro. Mach doch mal scharf hier. Kamera, was ist denn hier schon wieder los? Hallo. Anstrengend hier manchmal. So, mal gucken hier. Hä? Nicht? Warum nicht? Naja, so? Hey, wie macht er das nicht? Moment, ich mach mal auf Stopp. Moment. So, jetzt sind wir da. Guckt euch das an. So. Guckt euch mal diese schönen. Was sind denn das eigentlich? Hochdruckkesselwagen? Ja, sind ein bisschen eingestaubt. Hier, guck mal, hier, da. Aber mein Gott, da sehe ich drüber hinweg. Ja. Bisschen Pinsel und Wasser ein bisschen sauber machen. Ja. Hier oben auch. Ja. Ja. Hat er mir sogar noch vorsichtig eingepackt. Hier Zementwagen sind das so. Sehe ich ja gerade. Ja. Deutsch von Eva. Die gibt es ja auch in Grau hier, ja, die Dinger. Ich habe gedacht, nee. Also, ich habe hier auch graue Kesselwagen. Alles wunderschön, aber. Guck mal, wenn man sowas mal findet, ja, und die sind 5 für 5 Euro, ja, kannst du da nichts sagen.
Hat er sogar noch 4 € gemacht, anstatt 5 €. Mega geil, guck mal hier, wie detailreich die sind. Kannst du doch nichts sagen. Von welchem Hersteller sind die? Weiß ich gar nicht im Moment. Da made aus Austria. Sind die nicht von MacLean? Ich kann das überhaupt nicht erkennen, ja. Da steht gar nichts drauf. Auch egal. Ja, ganz ehrlich. Man freut sich auch über jeden Waggon, den du heute günstig findest. Guck dir doch mal die Preise an in den Läden. Schlägst du die Hände über den Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Darum gehe ich ja so viel auf Flohmärkte, auf Börsen. Stell mal vor, ich würde das alles hier nur neu kaufen. Da wäre es arm wie eine Kirchenmaus. Das ist wirklich so. Gibst schon so gut Geld aus auf Flohmärkten und Börsen, ne? Aber erst recht, wenn du da alles neu kaufen würdest. Ja. Oder hier der Markus von Modelleisenbahnträume TV. Ja, der kauft auch nicht alles neu. Der sagt sich auch, Mensch, bei eBay, da gibt es gerade was, alles günstig. Oder, ne? Machen wieso so alles Sommerpause? Sind alle nicht da zu Hause? Dann guckt er da, macht da seine Schnäppchen mit den LKWs. Ja, das ist so. Ja, so ein herber LKW bezahlst du dich ja auch schon dumm und dusselig. Ja, gerade mit der besonderen Werbung drauf. 46, 47, 48, über 50 € teilweise, sogar über 100 € schon. Ja, wenn du eine besondere Werbung drauf hast, mit Herper-Werbung oder mit Ritter oder was weiß ich, mit Drachen drauf und was weiß ich. Es gibt das ja sowas alles. Diese Herper-LKWs, da bezahlst du richtig Asche. Ja, vom Detail her sind die alle wunderbar. Ja, also, da kann man nichts sagen, aber da ist schon heftig. Ja, na, guck mal hier. Ist auch schön hier. Ne? Die sind richtig schön. Da habe ich 2 Stück von diesen Kesselwagen. Ne? Von den Eva her. Ich finde die schön. Mal was anderes. Ne? Mit Zement. Habe ich noch nie in meiner Sammlung. Ich habe so welche. Ich wollte ja immer schon mal so welche haben. Aber ihr wisst ja, wenn man sowas neu kauft. Nicht billig, nicht billig. Ne? Ich sage ja, 35 € bist auch schon sowas los. Einer. Ne? Ab 35 € teilweise. Ja, da bezahlt es sich auch schon dumm und dusselig. Ganz ehrlich. Kann mir einer sagen, was er will. Ja, ich kaufe mir alles neu. Dann soll er das machen. Wenn er das Geld hat, soll er damit glücklich werden. Ja? Ich hätte auch das Geld, aber ich sage mir, muss ich doch nicht. Ich muss gar nichts. Ne? Ja, so, mal gucken. Ja, Entschuldigung. Das sind diese Waggons. Ne? Und der da. Die beiden hier pro Stück 5 €. Das waren dann 10. Und der hier 8 €. Ja. 18 €. Aber auch immer noch günstig. Kauf mal heute so welche Wagen. Ich sage ja. Ab 20 € bis aufwärts los. Ist ja so. Egal, ob es Startup MacLean ist oder wie die alle heißen. Ja. Es ist ja heute nicht mal, dass du sagen kannst, juhu, Mensch, das ist ja günstig. Gut, liebe Leute, ich verabschiede mich jetzt. Ich werde jetzt mal diese ganzen Schienen hier und die ganzen. Also ich war nochmal beim Lagerverkauf, da habe ich auch nochmal was hast gefunden, aber ich bin am Überlegen, ich habe das bei jemandem gesehen, bei Instagram, so Kisten, hier unten kann man ja so Kisten stapeln, ne, in dem Bereich, oder auch da hinten oder wie auch immer, so Plastikkästen und dann kann man Eisenbahnwaggons reinstellen, ja. Ja, so eine Kiste mit, ich glaube, 4 oder 5 Dinger kostet auch schon 25 € das Stück. Aber man hätte das alles vernünftig sortiert. Man hätte hier 2, 3 Kästen vernünftig. Und man könnte die Waggons da schön reinstellen. Meinetwegen die Doppelstockwagen, die roten oder die hier da hinten vielleicht. Oder wie auch immer, ich muss ja hier Weihnachten, will ich auch wieso so mal gucken, einiges loswerden, was man nicht mehr so braucht an Weihnachtsbeleuchtung.
man hat einfach zu viel, ne? Und man bewahrt auch einfach zu viel auf. Ich kenne das ja selber. Oh ja, bewahr mal auf. Und dann im Prinzip hast du es 5 Jahre trotzdem nicht draußen angebracht, ne? Oder an der Beleuchtung, am Tannenbaum nicht großartig Beleuchtung rangemacht oder was weiß ich. Es ist ja so, ne? Und da will ich auch mal zu Weihnachten mal alles mal ein bisschen sortieren. Teilweise gerne auch weggeben, der AWO und sowas. Mensch, arme Leute freuen sich darüber, wenn jetzt meinetwegen die Sternlichterkette oder sowas, was man denn immer zu Weihnachten aufbaut, das natürlich nicht, aber gewisse Sachen denkst du, warum, wozu? Ja. Also, brauchst einen Teil auf, ja, aber vielleicht ein bisschen auch an der Fensterbeleuchtung, ja. Aber auch vieles, was nicht LED ist, das kannst du mal weggeben. Gerade bisher hier mit LED-Lichterketten ist ja noch okay. Aber alles andere muss man nicht haben. Kostet viel Strom auch noch. Ja, früher die alten Kerzenbeeren in den Tannenbäumen drin. Ja, haben mehr Strom verbraucht als wir alle anderen. Ja, das ist eben so. Aber mal früher hat man sich auch nicht Gedanken darüber gemacht. Ja. Da hat keiner drüber nachgedacht und gesagt, oh ja, das wird mal so eines Tages sein, dass man alles reduzieren muss. Ne? Tja, so ist es eben, Leute. Ja, wie gesagt, diese Waggons, diese Zementwagen, freue mich tierisch drüber. Ne? Ja, auch ich kaufe Mava, ich muss ja nicht immer Deutsche Reichsbahn kaufen, ich kaufe ja alles her. Ne? Deutsche Reichsbahn und Deutsche Bundesbahn, was mir eben so gefällt. Ja, ich bin ja nicht zwangsweise jetzt gezwungen, nur Deutsche Reichsbahn zu fahren. Ne? Alles, was mir gefällt, ich habe da hinten zwar die DDR-Grenze, Entschuldigung, dass ich mich jetzt mal so bewege. Und ja, so ist das eben. Jetzt habe ich den dicken Bomber hier oben. Ne? Das ist ja Käse. Naja, so. Eben essen war da noch unten. Keller. Ja, gut. Ja. So sieht das aus, ne? Genau. Aber hier Eisenbahnschienen kann man, wie gesagt, immer gebrauchen. So ist das eben. Andere wollen jetzt Theater machen. Oh, 80 Euro. Ist viel, auch viel Geld, ne? Geht auch eine alte Oma viel Strecken, lange Strecken für. Aber ich sag mal so, kauf sowas mal im Laden. Ja, die ganzen Schienen hier. Oh. Viel, viel Geld. Kannst du sagen, was du willst. Und ich habe auch schon gehabt, nee, das verkaufen nur packweise. Das verkaufen nicht einzeln. Dann stehst du doof da. Du willst ja manchmal nur ein oder zwei Schienen haben. Also Bogenweichen oder was weiß ich. Du willst ja nicht hier eine ganze Kolonne kaufen. Also geht mir zumindest manchmal so. Ja. Ja. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich versuche jetzt hier nochmal ein bisschen was zu machen. Jo. Je nachdem, wie weit ich komme. Ich will ja hier die Straße weitermachen. Heute ist es auch zum Glück nicht ganz so heiß. Es war hier oben. Aber es ist schwül draußen, ne? Richtig schwüle, feuchte Luft. Also ich habe hier auf dem Flohmarkt noch ein, zwei schöne Blumen gekauft, einen schönen Sonnenhut, ein Rot oder Rosa. Und dann habe ich noch schönen Gartenhibiskus gekauft. Ja, die Blumen haben auch 8 Euro gekostet, kannst du nichts sagen. Die sind winterhart und winterfest. Obwohl das bisschen Winter, was wir hier kriegen, das ist auch noch lachhaft. Also ich trage seit schon Ewigkeiten keine Winterschuhe mehr. Ich trage das ganze Jahr Sommerschuhe. Das bisschen Winter, was wir hier kriegen, das ist, da kannst du drüber lachen. Ja. Also wie gesagt, die Blumen habe ich dann auch noch eingepflanzt und da war ich schon fix und fertig. Ne? War ich schon durchgeschwitzt. Oh, eine schwüle, hochfeuchte Luft. Ey. Da denkst du, du bist hier so ein Dschungel, ne? Wo du so hohe Luftfeuchtigkeit hast. Echt, im Regenwald, echt.
Ja. Naja, so ist es eben, ne? Gut, liebe Leute, ich verabschiede mich. Ja, das eine Stativ. Ich habe euch jetzt hier einen anderen Stativ hier drin, das ich auch so auf den Boden stellen kann und bewegen kann. Das andere Stativ, was ich in der Hand immer normalerweise habe. Ja, was heißt kaputt? Kaputt ist es nicht, gar nicht. Nur da fehlt irgendwie so ein Teil und ich weiß gar nicht, wo das abgeblieben ist. Dieses Gewinde, was da reingeht. Und tja, entweder liegt das hier auf dem Boden, aber ich habe da schon danach gesucht. Irgendwie liegt das hier nicht. Ganz komisch. Naja, so. Wie gesagt, ich freue mich da wieder drüber, was ich hier Schönes bekommen habe aus dem Flohmarkt. Ja, wer freut sich da nicht drüber? Ich sage ja, verkauft ihr das mal alles im Laden oder beim Händler. Das hat sich dumm und dusselig. Vor allem, wie gesagt, mit den Schienen hier und so. Ja, ich habe schon mal so ein Schnäppchen gemacht mit ganzen Schienen hier. Ja, auch schon mal eine gehabt. Ja, nimm mal mit. Ja, günstig. Ich glaube, das war sogar auf der Börse mal gewesen. Ja, da wollte dann auch 10er-Pack hier an geraden Schienen 10 Euro für haben. Es ist günstig. Überleg mal. Kauf mal so ein 10er-Pack oder was weiß ich. Gerade Schienen, so Stücke. Ja. Heute im Laden. Händler. Ja, da bist du nicht nur 10 Euro los. Naja, gut. Ich verabschiede mich, wie gesagt, bis dahin. Euer Sven Eisenbahner. Macht das gut. Tschüss. Und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.